Herzlich willkommen beim Hypnosalon, heute mit Luise Reddemann zu psychotherapeutischem Handeln in Krisenzeiten. Mit dabei ist wie immer Frau Genivis in Gießen. Mein Name ist Manfred Prior und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Der Ablauf ist so, wie Sie ihn kennen. Gleich wird Frauke ein paar einleitende Worte und einführende Worte zu Luise sagen. Ab 19, dann wird Luise Zeit haben, eine Dreiviertelstunde. Und ab 19:40 Uhr freuen wir uns, wenn Sie Ihre Fragen in den Chat stellen. Jetzt stellen Sie den Chat am besten ab, damit Sie sich ganz auf den Vortrag konzentrieren können. Ja, als vor ungefähr einem Dreivierteljahr ich Luise angerufen habe und gefragt habe, ob sie mit dabei sein kann, da war noch nicht klar, dass ihr Vortrag eine so grausame Aktualität bekommen würde. Und deswegen haben wir uns entschlossen, auch das Spendenkonto, für das wir immer werben, zu verändern und wir freuen uns, wenn Sie das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe unterstützen, das die Katastrophenhilfe in der Ukraine organisiert. Die aktuelle Situation hat auch dazu geführt, dass Frauke und ich sehr überlegen, wie wir einen aktuellen Hypnosalon speziell zu dem Thema machen. Wir sind da im Gespräch mit jemandem, der nicht nur traumatherapeutisch eine Koryphäe ist, sondern auch politisch lebenslang in dem Bereich tätig war für die UN und für das Internationale Rote Kreuz. Es ist noch nicht hundertprozentig eingetütet, aber sehr wahrscheinlich werden Sie in den nächsten Tagen eine zusätzliche Einladung da bekommen, zu einem extra Hypnosalon in 2 Wochen. Gut. Aber nun möchte ich das Wort weitergeben an Frauke. Die wird nicht viele Worte brauchen, um Luise vorzustellen. Aber jetzt erstmal an dich, liebe Frauke. Vielen Dank, Manfred. Ja, liebe Luise, ich danke dir ganz herzlich, dass du gekommen bist, weil du tatsächlich dir Zeit nimmst und eigentlich heute auf einer Familienfeier bist und trotz allem diesen Vortrag machst. Und ja, unter der aktuellen Lage ist es nochmal ein größeres Glück für uns. Also ein ganz riesiges Dankeschön an dich. Es ist wirklich, also wahrscheinlich muss ich nicht viel sagen, weil Traumatherapie in Deutschland ist für ganz viele gleichbedeutend mit dem Namen Luise Reddemann. Es ist einfach so. Und es war auch eine der ersten Bücher, Imagination als heilsame Kraft, ein Bestseller seit 20 Jahren, wo ich schon im Studium von dir gelesen habe und zutiefst beeindruckt war über diese wertschätzenden und für mich damals ganz neuen Methoden. Zum fachlichen Hintergrund. Luise Reddemann ist Nervenärztin und von Haus aus Psychoanalytikerin dort beheimatet. Und sie leitete über viele, viele Jahre eine Klinik für psychotherapeutische und psychosomatische Medizin. Sie hat einen eigenen Therapieansatz entwickelt, nämlich die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie, PITT-PIT. Und darin bildet sie mit viel Herzblut bis heute aus. Und im Vorgespräch hast du ja auch nochmal betont, wie erfüllend du das dein Leben lang und bis heute findest. Ja, den Bestseller, in dem diese Therapieform hier groß auf den Markt kam, Imagination als heilsame Kraft, habe ich schon erwähnt. Luise hat aber auch noch viele, viele weitere Bücher geschrieben. Und das ganz Aktuelle, was während jetzt dieser Herausforderung der Corona-Pandemie währenddessen erschienen ist, ist Die Welt als unsicherer Ort, auch ein sehr spannendes und empfehlenswertes Buch meiner Ansicht nach. Wir haben darüber gesprochen und du hast berichtet, als wir den Salon vorbereitet haben, dass du selber ein Kriegskind bist, das vielleicht nochmal zusätzlich zum fachlichen Hintergrund und dich die aktuellen Ereignisse sehr bewegen. Und du hast einen Satz genannt, der mich auch sehr bewegt hat dann und hast gesagt, du spürst jetzt auch in der aktuellen Situation als Kriegskind, dass man von Trauma nicht komplett heilen kann. Was aber möglich ist und wie wir uns so verhalten, dass wir möglichst hilfreich sind und möglichst Menschen so gut es geht irgendwie unterstützen können, das hören wir jetzt von dir und ich bin dankbar und gespannt. Dankeschön, Frauke. Danke, Manfred, für eure Einladung. Ich freue mich, dass ich hier was sagen darf zu
psychotherapeutischem Handeln in Krisenzeiten. Also Handeln ist ja auch mehr als nur Deuten. Also für mich ist das was Umfassendes, wie ich Menschen dann versuche zu begegnen. Also inzwischen ist es ja ziemlich deutlich geworden, dass während der Krise Corona, in der wir nun schon 2 Jahre leben, psychische Störungen erheblich zugenommen haben. Das kann man an verschiedenen Stellen jetzt nachlesen. Finde ich auch sehr beunruhigend. Oder vielleicht, dass sich unter den teilweise sehr belastenden Bedingungen vermehrt Krisen als unüberwindliche Belastungen zeigen. Also dass das so erlebt wird. Ich schaffe es einfach nicht mehr, obwohl die Menschen vorher stabil waren. Also diese beiden Dinge kann man erleben. Krisen werden ja auch immer als Chancen bezeichnet. Das kann ich bestätigen, aber man darf daraus kein Dogma machen, dass jede Krise eine Chance ist. Und wir müssen auch lernen, als diejenigen, die vielleicht helfen, dass halt viele unserer Patientinnen Krisen keinesfalls als eine Chance betrachten. Und damit müssen wir dann auch klarkommen. Jedenfalls sind wir aufgefordert, zu akzeptieren, was da alles mit uns geschieht, oder wir begleiten Menschen, mit denen Dinge geschehen, die sie nicht erwartet haben, dass sie das mehr oder weniger dann anschauen, sich trauen und vielleicht auch daraus was lernen können. Wir können immer fragen, was sagt mir eine Krise, was ich bisher nicht sehen konnte und was jetzt unbedingt zum Ausdruck kommen will und mich zu Neuem einladen will. Ich sehe vieles, was in Krisenzeiten helfen kann, so vor allem eine Beschäftigung mit existenziellen Themen. Die sind in der Psychotherapie, ich nehme an, hier sind jetzt viele zuhörende Psychotherapeutinnen, was in der also in unserer Psychotherapie in Deutschland kaum bisher eine Rolle gespielt hat, was merkwürdig ist. In Österreich zum Beispiel gibt es eine große Gruppe von Menschen, die sich mit existenziellen Themen nach Viktor Frankl intensiv befassen und auch zugelassen sind zur Kassenpsychotherapie, was hier nicht der Fall ist. Und was mir besonders wichtig ist bei den existenziellen Themen, das ist Verbundenheit als Thema. Und das wiederum hat Yalom, der ja ein wichtiges Buch über existenzielle Psychotherapie geschrieben hat, eins der wichtigsten, unüberholten Bücher. Der redet aber in seinem Buch nicht über Verbundenheit. Das finde ich spannend und ich hatte das Gefühl, da muss jetzt irgendwie noch ein bisschen was ergänzt werden. In den letzten 20 Jahren haben wir uns kollektiv, nicht alle individuell, aber kollektiv auf eine Weise vereinzelt, die uns jetzt zur Belastung wird oder zeigt, wie belastend es sein kann, wenn wir uns überwiegend bewusst oder unbewusst vom neoliberalen Geist leiten lassen. Aus meiner Sicht ist neoliberales Denken ein schleichendes Gift, das sich mehr oder mehr in uns allen ausgebreitet hat, selbst in denen, die das nicht wollten oder wollen. Als Gegenmittel erscheint mir Verbundenheit wahrzunehmen und aktiv zu leben sehr geboten. Es liegt mir daher am Herzen, auf das Thema Verbundenheitsbedürfnisse besonders Bezug zu nehmen und es zu pflegen. Wir können uns auf das Wissen der Bindungsforschung von Menschen und Ergebnissen der Psychotherapieforschung zum Thema Bedeutung der therapeutischen Beziehung beziehen, natürlich auch auf eigene Erfahrungen. Falls es im Schlechten der Pandemie etwas Gutes gibt, dann aus meiner Sicht, dass wir uns bewusster werden, wie kostbar für uns Nähe und Verbundenheitserfahrungen sind und dass wir irgendeine Form von Leiblichkeit brauchen. Um diese zu erfahren, ist Kreativität und solange Berührung nicht geht, Vorstellungskraft, also Vorstellung von kreativem Handeln und Berührung sehr, sehr wichtig. Und das Tolle an uns Menschen ist ja wirklich, dass wenn wir uns was vorstellen, das haben uns die Hirnforscher ja längst gezeigt, wenn wir uns was vorstellen, hat es die gleiche oder mindestens eine ähnliche Wirkung in unserem Hirn, als wenn es wirklich geschieht. Das möchte ich sehr, sehr betonen. Also Vorstellungskraft aktivieren. Als Psychotherapeutin beschäftigt mich natürlich die Frage, warum so viele von uns so wenig Vertrauen ins Leben und seine Vergänglichkeit haben.
Ich mag den Predigertext, den Luther mit ein jegliches hat seine Zeit übersetzt hat, weil er einlädt, sich damit zu befassen, mit der Vergänglichkeit, nämlich. Das steht in Prediger 3 im Alten Testament. Der amerikanische Sänger Pete Seeger, den vielleicht einige von Ihnen auch noch kennen, hat daraus das Lied Turn, Turn, Turn gemacht, das vielfach von anderen Sängern aufgegriffen wurde. Das war in den 80er Jahren, nein, in den 50ern hat er da schon damit angefangen. Ich empfehle es, wieder zu hören und uns damit unsere Vergänglichkeit bewusster zu machen. Die Musik kann angstmindernd wirken, sie lädt ein, Wandel zu erspüren, um mehr zu akzeptieren und sich bewusst zu machen, dass existenzielle Themen uns verbinden. Wenn ich den alten Pete Seeger sehe, den kann man im Internet sehen, singen, hören und sehen, ist ihm anzumerken, dass er ganz in Einklang mit sich und seiner Gebrechlichkeit ist. Wenn er das Publikum bittet, es möge singen, weil er es nicht mehr so gut könne. Das ist so schön, ja, der alte Mann und dessen Lieder natürlich alle kennen und dann alle zusammen singen. Es berührt mich zutiefst, dass da eine Würde spürbar ist, die ich uns allen im Umgang mit Vergänglichkeit und Sterblichsein wünsche. Ich empfehle vor allem auch noch sein We Shall Overcome. Das können wir jetzt wirklich sehr brauchen. Es gibt eine sehr inspirierende Aufnahme mit ihm, wo er alle zum Mitsingen einlädt und alle singen We are not afraid, we shall overcome. Hören Sie sich's an. Es ist wirklich aufbauend. Es gibt's alles bei YouTube. Ein Lied, das uns gerade heute wieder ermutigen kann. Mir geht das Herz auf, weit auf, wenn ich ihn höre, und ich fühle mich natürlich auch wieder verbunden mit der Studentin, die ich damals war. Seine zentralen Botschaften sind: We shall overcome someday. We'll work, we'll walk hand in hand someday. We are not alone today. We shall live in peace someday. We shall all be free someday. Bitte hören Sie sich's an. Es ist wirklich aufbauend. Ich möchte gern darauf vertrauen, dass Corona und die Ukraine-Krise uns einander näher bringen und uns sorgender und fürsorglicher werden lassen. Es könnte ein Segen sein, wenn wir diese Krisen als Weckrufe begreifen könnten. Und selbst wenn wir derzeit nicht Hand in Hand gehen können, so können wir uns doch im Geist zusammentun und uns Hand in Hand imaginieren. Pete Seeger selbst kündigte das Lied als etwas an, das uns Mut machen kann. So, das sind einleitende Worte. Jetzt komme ich zu einzelnen Aspekten dieser Themen. Das Thema Einsamkeit beinhaltet auch schon Verbundenheit als Gegengewicht. Wie man sagen kann, dass Todesangst ein oft verborgenes Thema ist, gilt das meines Erachtens ebenso für Einsamkeit. Also wir kämpfen um Verbundenheit, um Nähe, und darunter liegt unsere Angst vor Einsamkeit. Wir schämen uns dafür, dass wir einsam sind und können gar nicht mehr erkennen, dass Einsamkeit für die persönliche Entwicklung wertvoll sein kann. Nicht zuletzt, weil sie uns erleben lässt, wie kostbar und tröstlich die Bewusstheit für verbunden sein kann. Das ist ja oft so für uns Menschen, dass wir dadurch, dass wir Gegenteiliges erleben und empfinden können, dann die andere Seite auch intensiver erleben. Viele Babys waren früher gnadenlos einsam. Man ließ sie stundenlang allein und war sogar der Meinung, dass dies sinnvoll sei. Ich weiß nicht, wie viel Forschung es dazu gibt, wie sich diese frühen Erfahrungen auf unseren Umgang und unsere Ängste im Umgang mit Einsamkeit auswirken. Ob es da überhaupt Forschung gibt, weiß ich nicht. Ich nehme an, dass diese frühen Erfahrungen beträchtlichen Einfluss auf uns haben können, sodass wir zu Einsamkeitsvermeidern werden und ihren Wert für die persönliche Entwicklung nicht herausfinden können. Und das bedeutet dann auch, dass die Corona-bedingten Einschränkungen und der Zwang zum Alleinsein manche Menschen extrem belasten. Es gibt allerdings auch Menschen, die heilfroh sind, dass sie nicht so viel mit anderen zu tun haben müssen. Wie das meistens ist, es gibt immer auch eine Gegenseite. Es ist schwer einzuschätzen, wie viele Menschen sich aufgrund von Kindheitserfahrungen mit der aktuellen Situation durch Corona bedingt
ängstigen, Probleme haben, weil sie die Aufforderung, möglichst wenig das Haus zu verlassen, als eingesperrt sein und als Zwang zur Einsamkeit erleben. Jedenfalls sind es sicher nicht wenige, aber es gibt auch die anderen, die froh sind. Kinder einzusperren war im Übrigen eine viel geübte Strafe, als ich jung war und auch noch später. Also ich bin ja 43 geboren und bis an, also 20 Jahre mindestens, war das alles sehr, sehr üblich. Insbesondere galt es wohl als sinnvolle erzieherische Maßnahme, Kinder, die ungehorsam waren, in kleine, dunkle Kammern einzusperren. Diesen Horror habe ich auch erlebt. Erwachsene waren davon überzeugt, dass sie etwas Sinnvolles tun. Denn es ging ja um Disziplinierung, die dann auch noch den Deckmantel der Fürsorge erhielt. Wenn Sie das jetzt alles hören, was man inzwischen über Heime gerade entdeckt oder ins öffentliche Bewusstsein bringt, von den Familiendingen ganz abgesehen, dann ahnen Sie vielleicht, was da alles geschehen ist. Aufgrund des herrschenden Paradigmas, dass sich einsam fühlen bei Erwachsenen etwas Krankhaftes sei, darüber gibt es auch noch moderne Literatur, fühlt sich wohl kaum jemand ohne weiteres ermutigt, einsam sein zu wollen und das öffentlich zu machen. Daher erscheint es mir wichtig, immer auch zu fragen, wer in Ihnen braucht Einsamkeit, also welcher Teil von Ihnen. Vermutlich gelegentlich die erwachsene Person. Wer in Ihnen fürchtet sich, können wir auch noch fragen. Das sind meistens kindliche Ichs, die also Bilder und im Außen Erfahrungen von Geborgenheit mit anderen benötigen würden, aber nicht ausreichend erfahren haben. Wenn wir geliebte kleine Kinder beim Spielen beobachten können, lässt sich erkennen, wie hingegeben sie sein können, auch wenn sie alleine spielen. Psychoanalytisch betrachtet verfügen diese Kinder über gute innere Anteile, Objekte, sagen wir, und deshalb können sie alleine spielen. Sie verfügen über die Gewissheit, dass sie mit wichtigen anderen verbunden sind. Und dazu brauchen Kinder natürlich die Erfahrung von zugewandten anderen. Der Mystiker Meister Eckhart meinte, wer unbetrübt und lauter sein will, der muss eines besitzen, die Einsamkeit des Herzens. Einer meiner Lieblingsgedanken oder Sprüche. Diese Einsamkeit des Herzens setzt vermutlich voraus, dass wir uns auch verbunden fühlen können. Hier geht es nach meinem Verständnis um ein Einverstandensein mit Einsamkeit, die es braucht, damit wir als erwachsene Menschen zu uns selbst und, wenn man so will, zu Gott finden. Eckhart hatte natürlich vermutlich gesagt, zu Gott, also zu einer tieferen Art des Verbundenseins. Die scheint mir immer nur dann möglich, wenn wir verängstigte jüngere Ichs in uns liebevoll annehmen und versorgen. Ich gehe davon aus, dass trotz Bindungsforschung noch immer zu wenig in Betracht gezogen wurde und wird, wie viele Menschen in unserer Kultur bis vor kurzem ohne Skrupel als Kinder allein gelassen wurden, weil man nicht verstehen wollte, dass das schädlich ist. Sie alle, die davon betroffen sind, könnten an der jetzt erzwungenen Einsamkeit verzweifeln. Erst wenn diese Zusammenhänge geklärt und aufgearbeitet worden sind, kann nach und nach die Fähigkeit entstehen, mit sich alleine zu sein und Einsamkeit gut zu verkraften. Und auch zu beginnen zu verstehen, dass wir alle eben ein Stück weit allein sind, nie ganz eins mit anderen Menschen. Und dies möglicherweise sogar als Chance zu begreifen. Und ich finde es immer wieder interessant, dass das Wort allein eigentlich eins mit allem bedeutet. Das ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes. Schon Horst Eberhard Richter konnte vor Jahrzehnten schreiben, wir sind verletzlicher durch Isolation, als wir glauben. Trennungsdrohungen verschärfen Isolationsangst. Trennungsdrohungen, die man Kindern permanent zugemutet hat. Und wir sind umso verletzlicher, wenn wir unsere Nöte nicht teilen dürfen und nicht unsere Einfälle für ein gutes Leben, sondern uns dann isolieren. Daher möchte ich Sie einladen, selbst wenn wir uns physisch isolieren müssen, wir müssen es nicht auf der geistigen Ebene. Dafür haben wir nicht wenige Kanäle, erheblich mehr übrigens als unsere Vorfahren. Sind wir uns dessen dankbar bewusst? Als ich 16 Jahre alt war, war ich das erste Mal in Frankreich. Habe das sehr genossen, aber ich hatte so gut wie keinen Kontakt zu meinen
meiner Familie. Es ging nicht. Telefon war viel zu teuer. Briefe haben wahnsinnig lang gedauert. Und wir haben das auch aushalten können. Natürlich auch, weil es keine Alternative gab. Tage, ja wochenlang war es nicht möglich, mit denen, die zu Hause waren, zu sprechen. Das ist interessant, auch wenn man noch weiter zurückguckt in der Geschichte, wo es wirklich nur Briefe gab, wie die Menschen das überstanden haben. Und uns vielleicht mal zu fragen, wieso wir am Tag, meine Enkelkinder sehe ich ja, ich weiß gar nicht, wie viel WhatsApp-Nachrichten die am Tag austauschen. Wenn ich jetzt bedenke, dass Richter vor 50 Jahren dieses Thema der Isolation bereits bewegt hat und ungefähr zu der Zeit We Shall Overcome überall gesungen wurde, fühle ich mich mir selbst als junge Frau nahe und auch verbunden mit sehr vielen Menschen, die mich damals inspiriert haben und heute noch immer. So viel zum Thema Einsamkeit als Anregung. Ich kann ja all diese Themen nur kurz streifen, die alle zu der Überschrift existenzielle Themen gehören. Es stellt sich natürlich auch die Sinnfrage im Kontext von Corona und vielleicht noch mehr jetzt im Kontext des Krieges. Wir können uns fragen, ob Corona für unser aller Leben einen Sinn hat, auch wenn wir nicht davon ausgehen, dass der Sinn von einer göttlichen Macht gegeben ist. Naturwissenschaftler sprechen davon, dass Corona eine von vielen Konsequenzen ist, weil wir die Natur ausbeuten. Vielleicht lohnt es sich, sich darüber Gedanken zu machen. Eine Antwort auf die Sinnfrage ist das vermutlich aber nicht in befriedigender Weise, schon gar nicht in Bezug dann auf den Ukraine-Krieg. Müssen wir vielleicht auch lernen zu ertragen, dass es nicht auf alles eine Antwort gibt? Einer meiner mich schon lange begleiteten taoistischen Sätze, tausende von Jahren alt, ist: Wenn du die Dinge verstehst, sind sie, wie sie sind. Wenn du die Dinge nicht verstehst, sind sie, wie sie sind. Also, das vielleicht ab und zu auch mal sich zubilligen. Ich verstehe eben nicht alles. Die Begriffe Sinn, Sinnlosigkeit und Freiheit betrachte ich als zusammengehörig. Beide scheinen mir enger zusammenzuhängen, als sich das auf den ersten Blick vermittelt. Zumindest als Erwachsene empfinden wir es als sinnlos, wenn uns unsere Freiheit genommen wird. Bei Kindern erzeugt das vor allem Panik. Viele Menschen, die jetzt wegen Corona protestierend auf die Straße gehen, fühlen sich in ihrer Freiheit so stark eingeschränkt, dass sie nicht bereit sind, die Einschränkungen ihrer Freiheit hinzunehmen. Das würde ihnen wohl sinnlos erscheinen. Sinnlosigkeit als existenzielles Thema kann noch tiefer gehen. Menschen, die tiefe Kränkungen und Verletzungen erfahren haben, fragen oft nach dem Sinn solcher Erfahrungen. Meist fragen sie, warum, und ich habe darauf in der Regel keine Antwort, und das bedrückt mich. Viktor Frankl hingegen hat ja gesagt, dass das Leben immer einen Sinn habe, ob wir es wissen oder nicht. Deshalb wage ich gelegentlich im Sinn von Frankl, wozu zu fragen. Also, vielleicht finden Sie meine Frage seltsam, dann vergessen Sie sie bitte. Ich möchte gern fragen, wozu könnte das Ihrer Meinung nach einen Sinn haben, dass Sie diese schlimmen Erfahrungen machen mussten? Ich bin bei dieser Frage unbedingt vorbereitet, dass sie zurückgewiesen wird. Ich wage hier als Anregung die Frage, wozu soll Putin seine Lügen und seine Schreckensherrschaft Sinn machen? Da sollten wir drüber nachdenken oder können. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass bestimmte Regeln im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen an deren Kultur gebunden sein können, beziehungsweise an unsere eigene. Und Sinn ist insofern manchmal durchaus zweifelhaft. Es handelt sich keineswegs um in Stein gemeißelte Wahrheit, zu befragen und zu hinterfragen. Es geht nicht selten um mehr Offenheit für Differenz. Das bedeutet für mich, Sinnsuche sollte eine ergebnisoffene Reise sein und bleiben. Wir wissen bestenfalls, was für uns selbst aufgrund unserer kulturellen Prägungen als angemessen gilt. Nicht mehr und nicht weniger. Seien wir offen für neue Sichtweisen, so gut wir es vermögen. Und definieren wir uns als Lernende statt als Wissende. Wir könnten von Menschen aus anderen Kulturen sehr viel lernen.
Ich möchte noch auf den Versuch verweisen, die Frage nach Sinn durch Philosophen beantworten zu lassen. Und ich habe da viele philosophischen Schriften gelesen und sie haben nicht die Antwort. Das sollten wir auch zur Kenntnis nehmen. Durch meine Fragen an die Philosophen hat sich, ohne dass ich das beabsichtigt hätte, bestätigt, dass es in Bezug auf Sinnfragen keine endgültigen Antworten gibt, vielleicht nicht geben kann. So scheinen Sinnfragen mehr als alle anderen zeit- und kulturgebunden zu sein. Ihnen gänzlich auszuweichen, scheint mir in einem Feld, das sich, ob wir wollen oder nicht, mit existenziellen Fragen immer wieder auseinandersetzen sollten, wenig sinnvoll. Also wir haben in der deutschen Psychotherapie keine existenziellen Themen wirklich durchdacht. Und das finde ich schlimm. So gilt es möglicherweise gerade bei diesem Thema, sich immer wieder aufs Neue zu verorten, suchen zu bleiben. Ja, ich habe eine Vignette mitgebracht von einer Behandlung mit jemand, der unter Corona litt und der das sehr, sehr schwierig fand, wie man mit ihm am Arbeitsplatz umgegangen ist. Und der sich auch immer gefragt hat, ob Corona für uns alle Leben einen Sinn hat. Und der ist nicht davon ausgegangen, dass der Sinn von einer göttlichen Macht gegeben ist. Er hat einfach nur sehr, sehr gelitten. Ich lasse jetzt dieses konkrete Beispiel weg, weil die Zeit dafür nicht reicht. Aber wir müssen vielleicht lernen zu ertragen, dass es nicht auf alles eine Antwort gibt. Und eben uns auf diesen, wenn du die Dinge verstehst, sind sie, wie sie sind. Wenn du die Dinge nicht verstehst, sind sie, wie sie sind. Das scheint mir wichtig, dass wir uns damit immer wieder aussöhnen. Ja, also dieser Patient, der hatte eine ganz schlimme Kindheit und einen gewalttätigen Vater. Und das hat sich dann im Kontext seiner Arbeit ein Stück weit wiederholt, dass er sich eben auch schlecht behandelt gefühlt hat am Arbeitsplatz. Und was wir dann zusammen gemacht haben, war erstens das Würdigen, dass ihn das sehr belastet hat, dieser Mangel an Anerkennung. Und dann habe ich aber gefragt, ob ihn das an etwas erinnert, was er früher erlebt hat. Und es wurde eben deutlich, dass da ganz viel Altes, Schmerzhaftes durch die aktuellen Erfahrungen am Arbeitsplatz wieder hochgekommen ist. Und das, damit konnte er was anfangen und hat dann Wege gefunden, auch gemeinsam mit seinem Bruder anzuerkennen, wie schlimm die Kindheit war und dass vieles, was ihn da am Arbeitsplatz so gekränkt hat, eigentlich doch mehr diesen Jüngeren in ihm betroffen hat und der sich sehr belastet gefühlt hat. Und so ist er dann nach und nach ruhiger geworden und konnte die Schwierigkeiten am Arbeitsplatz erstens besser ertragen und zweitens haben wir dann zusammen überlegt, was er tun kann, damit es ihm besser geht. Und da kam dann das Angeln und dass er sich das nie mehr erlaubt hat. Und dann hat er das wieder angefangen. Er hatte ja auch Zeit, und weil er nur noch eine halbe Stelle hatte. Und er hat sich auch mit seinem Bruder besprechen können, der ihn auch sehr gut verstanden hat. Und nach und nach hat dieser Mann sich einfach, weil er sich seine Biografie genau angeguckt hat, beruhigen können und mit der aktuellen Situation, die zweifellos auch von Seiten des Arbeitgebers nicht gut gehandelt worden ist, konnte sich aber beruhigen und die Depression hat nachgelassen und ist schließlich ganz verschwunden. Ich arbeite mit der Hypothese, dass der erwachsene Mensch erst dann zu einer umfassenden Verantwortungsübernahme fähig ist, wenn Verletzungen, die er oder sie nicht zu verantworten hat, also in der Regel insbesondere aus der Kindheit Verletzungen und aktuelle Ängste am günstigsten separiert werden sollten. Also was gehört in die Gegenwart? Und dann die Frage, wer hat Angst? Sind Sie das, der erwachsene Mann? Das hat er eigentlich dann sehr schnell verneint, und wer hat denn dann Angst, und das angucken, und dann ist eben mein Vorschlag, diese jüngeren Anteile freundlich anzuerkennen und liebevoll zu versorgen. Obwohl dieser Mann traumatisierende Kindheitserfahrungen gemacht hatte, hat ihm die Krisenintervention
Intervention, die wir zusammen gemacht haben, dann sehr geholfen, weil es uns gelang, eine Verknüpfung mit den Kindheitsbelastungen und den aktuellen Belastungen herzustellen. Und das hat ihm eingeleuchtet. Er wusste auch, dass er jederzeit sich wieder an mich sich bei mir melden könnte und dass ich natürlich dann auch weiter zur Verfügung stehe. Aber er war erstmal mit ein paar wenigen Stunden, die ihm das, was ich gerade kurz angerissen habe, vermittelt haben, dann auch, die ihm geholfen haben. So, jetzt muss ich aber noch kurz zum Thema Verbundenheit kommen. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, wie ich sehe. Verbundenheit ist, kann man als existenzielles Thema betrachten, als Herausforderung und Chance. Für meinen Patienten, den ich kurz erwähnt habe, war es hilfreich, dass er den Kontakt zu seinem Bruder, der weitestgehend eingeschlafen war, wieder intensiviert hat. Es ist mir wichtig zu verstehen, dass wir als Einzelne immer auch verbunden sind, genau genommen niemals allein, was ich vorhin schon erwähnt habe. Eins mit allem heißt allein eigentlich. Ich schaue deshalb auch gerne nach Menschen und Projekten, die das verdeutlichen und möchte gerne auf Fridtjof Capra hinweisen, der in seinem Buch in den 80er Jahren das Tao der Physik schon das erklärt hat, das Thema Verbundenheit und bis heute viel Kluges dazu zu sagen hat. Ich erinnere an Hans-Peter Dürr, der in einer seiner letzten Arbeiten vom Teilhaben an einer unteilbaren Welt spricht, im Sinn des ganzheitlichen Weltbildes der Quantenphysik. Dürr sagte damals, die Illusion der Trennung führt dazu, dass wir einerseits das Machbare heillos überschätzen und andererseits unterschätzen, was für Möglichkeiten der Teilhabe wir tatsächlich haben. Und ich denke, dass die aktuellen Erfahrungen des Abstandhaltens oder Abstandhaltensollens uns auffordern, uns unseres Verbundenseins bewusster zu werden. Weil wir physisch Abstand halten, sind wir dennoch nicht getrennt und wir können uns vielleicht umso mehr die Möglichkeiten der Teilhabe, wie Dürr das nennt, bewusst machen. Als Quantenphysiker lädt Dürr uns ein, zu erkennen, dass unsere Vorstellung, wonach alles getrennt sei, ein Irrtum ist und er spricht von einer Welt, in der alles Beziehung sei. Wirklichkeit sei für die neue Musik, die Quantenphysik, eine Potentialität, keine Realität. Wirklichkeit sei das, was wirkt und sich daher andauernd verändert und verändern kann, möchte ich ergänzen. Also diese Sicht auf die Welt von Dürr möchte ich Ihnen wärmstens ans Herz legen. Dürr kommt in diesem Buch zu dem Schluss, dass die Welt sich als etwas Nicht-Teilbares und Ganzheitliches zeigt und wir als Menschen unsere Fähigkeit schulen sollten, das Ganze anzuschauen. Ja, dann gibt es eine in meinem Leben sehr wichtige Autorin, das ist Ryan Eisler, die ursprünglich aus Wien stammt, aber dann Ende der 30er Jahre Wien als Jüdin verlassen musste. Die hat ein wichtiges Buch geschrieben, die verkannten Grundlagen der Ökonomie, Wege zu einer Caring-Ökonomie. Die Zeit ist zu knapp, als dass ich Ihnen das gründlich beschreiben könnte. Aber ich möchte alle, die wollen, dazu einladen, schauen Sie doch mal im Internet nach Ryan Eisler und nach der Care-Ökonomie. Eisler plädiert für eine Wirtschaftspolitik der Fürsorge und meint, manchen mag eine auf Fürsorge basierende Wirtschaft unrealistisch erscheinen. Tatsächlich ist sie jedoch sehr viel näher an der Realität als die herkömmlichen Wirtschaftsmodelle. Letztere blenden auf befremdliche Art und Weise einige der grundlegenden Voraussetzungen der menschlichen Existenz aus. Allen voran die essentielle Bedeutung von Fürsorge und Care-Arbeit für jegliche ökonomische Aktivität. Wir haben das jetzt auf bittere Weise erlebt in der Corona-Zeit, wie viel die Frauen zurückgefallen sind, weil sie eben wieder mehr für die Familie zuständig waren, was eben dazu führt, dass sie da große Nachteile haben können.
Aber wir sollten uns klar machen, ohne Fürsorge und Care-Arbeit gäbe es keinen von uns. Und dennoch wird Fürsorge und Care-Arbeit in kaum einer der aktuellen Wirtschaftsdebatten auch nur erwähnt. Das ist auch deswegen befremdlich, weil der Begriff Ökonomie sich vom Griechischen Oikonomia herleitet, was Haushaltsführung bedeutet und Fürsorge und Care-Arbeit ein Kernelement der Haushaltsführung sind. Noch ein Zitat, Christian Felber, der sich in einer Gemeinwohlperspektive engagiert, meint, die Welt ist ein zusammenhängendes Ganzes und wir sind ein Teil dieses Ganzen, innig verbunden mit anderen Teilen, rückgebunden an das umfassende Universum. Wir sind Personen, unverwechselbare, einzigartige Individuen, durch die zugleich ein größeres und umfassendes Lied erklingt. Warum sagt er das? Weil Personare eigentlich klingen meint. Ein Lied, das erklingt, das ist die Person. Und dann verweist er noch auf ein anderes lateinisches Wort. Das ist das Wort, auf das er verweist. Hindurchklingen. Und unum versum bedeutet ein Lied. Unum versum bedeutet eigentlich Lied. Ich mag solche Bilder und solche Metaphern. Und dazu möchte ich an die anrührenden Aufnahmen bei YouTube erinnern, wo Leute zwar distanzfahrend, aber doch gemeinsam gesungen haben. Vielleicht haben Sie das gesehen. Jeder bei sich zu Hause, so wie Sie ja jetzt auch bei sich zu Hause sind und mir zuhören und ich mit Ihnen versuche, in Kontakt zu sein. Wir Menschen können schon wunderbar kreativ sein und das wurde jetzt auch meines Erachtens deutlich. Geschwisterliche Nächstenliebe möchte ich immer gerne als Begriff, da ich das Glück hatte, mich mein ganzes Leben von meinen Geschwistern unterstützt zu fühlen, einführen oder darauf hinweisen. Ich weiß natürlich, dass das nicht immer und überall der Fall ist. Und doch wünsche ich diese Art der Liebe allen Menschen. Ja, wie kann man es jetzt in die Psychotherapie umsetzen? Ich bin dafür, dass wir nach den Geschwistern der Patientin immer fragen und auch, ob es gute Erfahrungen gibt. Biologisch betrachtet sind wir ja mit unseren Geschwistern am engsten verwandt. Ich erzähle gerne Geschichten. Hier wären Geschichten von liebevoller Geschwisterlichkeit möglicherweise ein Einstieg. Ich habe von vielen Patienten gute Dinge über ihre Beziehung zu ihren Geschwistern erfahren, aber natürlich auch von unversöhnlichen Einstellungen. Dann würde ich gerne fragen, wie die Patientin sich eine ideale Beziehung vorstellen würde. Leider haben viele interpersonell traumatisierte Menschen, mit denen ich ja sehr viel arbeite, sehr ungute Erfahrungen in ihren Familien gemacht. Dann verwende ich sehr gern die Geschichte vom hässlichen Entlein und spreche darüber, dass es darum geht, die richtige Familie, also in diesem Fall die Familie der Schwäne zu finden, obwohl man als Entlein meinte, groß geworden zu sein. Ich scheue mich auch nicht darauf hinzuweisen, dass es ja nicht in unserer Hand liegt, wie und wo wir auf diese Welt kommen und dass wir aus uns nicht alles machen können, sondern uns das Recht zusprechen dürfen, nach denen Ausschau zu halten, die zu uns passen und nach dem, was zu uns passt. Meine Überlegungen zu den beiden Krisen möchte ich also so kurz zusammenfassen. Uns unserer Vergänglichkeit wieder bewusster werden und unserer Verbundenheit. Daraus könnte sich Mitgefühl für uns selbst und andere entwickeln und das könnte uns in dieser Krise, in der wir zurzeit stecken, ein ganzes Stück helfen. Dankeschön fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Luise, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir danken dir für dein Wissen, deine Lebenserfahrung, die du mit uns teilst, deine fachliche Erfahrung und natürlich die vielen, vielen Anregungen. Und denke, dass der Vortrag bei dem einen oder anderen sicherlich noch das ein oder andere Buch nachlesen, beschäftigen, mit dem ein oder anderen Theoretiker oder Praktiker zur Folge haben wird. Wir geben den Chat frei für die Fragen der Zuhörer und Zuhörerinnen und
bringen gerade noch hier unsere weiteren Informationen. Wie immer, Sie wissen ja, der Hypnosalon ist Teil vom Methodenschatz und im Methodenschatz bieten wir nicht nur Vorträge an, sondern auch PDFs und Audiofiles, die alle von renommierten Therapeuten, Therapeutinnen gespendet worden sind. Hier haben wir die neuen Methoden. Wir haben eine tolle Methode von Silvia Zanotta, die die Selbstumarmung nach Maggie Phillips beschreibt. Sie hat uns das ursprünglich erlaubt zu veröffentlichen, für den Umgang mit Scham und Ohnmachtsgefühlen. Gucken Sie mal rein. Ich finde, dass auch hier in der Krise diese Ohnmachtsgefühle die Methode sehr hilfreich sein kann. Und dann haben wir drei Methoden von Ortwin Mais, der den letzten Hypnosalon gehalten hat. Zwei Metaphern in der Hypnotherapie und Sammlung therapeutischer Symbole beziehen sich direkt auf seinen Vortrag und liefern dazu noch ein paar Hintergründe. Und dann hat er noch eine weitere Methode zum Finden und Stärken von Ressourcen zur Verfügung gestellt. Also gucken Sie gerne rein. Ich würde gerne noch was sagen. Also Selbstumarmung, das ist sicher älter als Maggie Phillips, die ich seit Jahrzehnten gekannt habe. Leider ist sie ja gestorben kürzlich. Man kann sich immer selbst umarmen, wenn man merkt, dass man leidet, egal worunter. Also, und das ist älter als die Empfehlung von Maggie. Auf jeden Fall. Und so ist es ja mit wahrscheinlich vielen therapeutischen Methoden, dass sie einfach Dinge, die uns gut tun, für uns jetzt strukturiert wiedergeben. Und genau, ja. Ja, liebe Luise, vielen Dank für diese Öffnung für die so wichtigen existenziellen Fragen, die im Alltag und auch in vielen Therapieausbildungen meiner Meinung nach ja viel zu kurz kommen. Du hast gesprochen über die Zweipoligkeit von Einsamkeit und Verbundenheit und diese gegenseitige Bezogenheit von beidem, so dass das eine ohne das andere nicht geht. Wie würdest du denn empfehlen, mit Gefühlen von Einsamkeit umzugehen? Naja, ich würde halt als Psychoanalytikerin macht man das ja wohl meistens, ich würde einfach mal mir die Erfahrung dieses Menschen angucken, also seine biografischen Erfahrungen, die Kindheit und Jugend angucken, fragen, eben, gab es Momente, das ist jetzt nicht psychoanalytisch, das ist Steve DeShazer, gab es Momente, wo sie sich verbunden gefühlt haben, wo auf einmal sie sich nicht mehr einsam gefühlt haben und könnte sein, wenn sie das mehr wieder sich in ihr Bewusstsein holen, dass vielleicht Einsamkeit dann auch attraktiver werden könnte. Und dann rede ich mit den Leuten über Einsamkeit und welche Vorteile das auch haben kann, wenn man sich mal erlaubt, alleine zu sein, Einsamkeit sich zu gönnen und so weiter. Und also ich finde es nicht sinnvoll, dass in unserer Psychotherapielandschaft behauptet wird, Einsamkeit sei immer schlimm, sei immer schlimm und sei ungesund. Dem widerspreche ich. Ja, wir brauchen auch Zeiten der Einsamkeit, des bei uns bleiben Könnens. Und wenn es nur am Tag ein paar Minuten sind, aber immer, immer, immer dieser Zwang, mit anderen zu sein und im Hinterkopf zu haben, das ist auch nicht gesund, wenn ich gerne mal alleine sein möchte. Das halte ich wirklich für fatal. Ja. Aber natürlich sind Menschen unterschiedlich und manche brauchen sehr viel Einsamkeit. Und da bin ich auch dafür, dass man das anerkennt, dass es jemand braucht. Und manche brauchen nicht so viel. Ja, also dieses über einen Kamm scheren ist ja auch was Furchtbares. Ja, anstatt, dass wir wirklich hinschauen, ich glaube, das macht ihr ja auch viel in der Hypnotherapie, wirklich nach diesem einzelnen Menschen gucken. Und was tut dem gut und womit könnte er sich Erleichterung verschaffen? Statt so einfach zu sagen, also wer einsam sein will, der ist nicht ganz dicht. Ja. Das stimmt. Ja, vielen Dank. Hier ist im Chat von den Kollegen noch eine Frage. Da fragt jemand, was deine Empfehlung wäre für die therapeutische Arbeit mit jemandem, der in einer realen, echten Bedrohungssituation steckt. Da sei dann doch die Angst ein erwachsener, realistischer Teil
Und was wäre deine Empfehlung für den Umgang mit dieser Situation, die ja leider aktuell immer konkreter wird, wahrscheinlicher wird? Ja, ja, also das finde ich wichtig, dass wir das angucken mit den Menschen, die zu uns kommen, inwieweit Angst auch eine Warnung ist vor Gefahr und insoweit realistisch. Und dann anzugucken, inwieweit ist das hilfreich für sie? Hilft es nicht auch, dass sie vielleicht irgendwo weggehen, wo es gefährlich ist, soweit es möglich ist? Und dann erst zu gucken, also wie viel daran könnte vielleicht entwicklungsbedingt sein und könnte zusammenhängen mit eben Verlassenheit in der Kindheit. Das steckt ja bei so vielen Menschen eigentlich in denen drin, dass sie in einer Zeit, wo der kleine Mensch wirklich Geborgenheit erleben sollte, sie es nicht haben. Und das wird ja aktiviert. Ja? Wenn wir als erwachsene Menschen uns verlassen fühlen und es auch sind, dann kommt halt auch diese Kinderangst. Und da ist ja mein Ansatz, dass das Erwachsene-Ich, soweit es dazu in der Lage und bereit ist, diese jüngeren Anteile liebevoll versorgt und denen versichert, ich bin da, ich bin groß und ich kann mich kümmern. Und wir werden Wege finden, vor allen Dingen ich, die große Frau oder der große Mann, werde Wege finden, dass es uns so gut wie möglich in dieser schwierigen Situation geht. Ja. Und dazu gehört halt dann vieles auch, wenn möglich, sich zusammentun mit anderen. Das sieht man jetzt in der Ukraine sehr eindrucksvoll, wie die Menschen sich da gegenseitig helfen, trotz fürchterlichster Bedrohung. Und ja, aber es gibt auch Menschen, die haben andere Ideen, was ihnen hilft. Vielleicht sagen manche sogar immer noch, dann bete ich und das hilft mir und so weiter. Wir müssen das erkunden mit den Leuten zusammen und sie ermuntern, alles, was ihnen schon mal geholfen hat, jetzt zu nutzen in so einer Situation. Und wie gesagt, die Angst auch ernst nehmen. Angst ist ja auch etwas, was uns vor Gefahren warnt. Und dass wir dann auch zusammen gucken, die Situation, in der sie sich befinden, lässt sie sich irgendwie verändern. Das finde ich auch wichtig, dass wir dazu zumindest einladen. Können Sie sich vorstellen, dass Sie das ändern könnten, ein bisschen, so ungefähr. Also immer beides. Angst hat was mit realer Bedrohung zu tun und ist sinnvoll, aber Angst kann eben auch überbordend sein, vor allen Dingen eben, wenn man als kleiner Mensch zu wenig Sicherheit und Geborgenheit erlebt hat. Und das sage ich den Patienten. Ich frage sie auch, was wissen Sie denn über Ihre Babyzeit und Kleinkinderzeit? Und vielleicht wird es helfen, wenn Sie dieses Jüngere in sich erstmal halten und gut bergen. Und ich vermute, das wäre auch deine Teilantwort auf eine weitere Frage hier von den Kolleginnen. Was tun mit jemand, für den die doch so wichtige Verbundenheit nicht zugänglich ist und nicht möglich ist, weil die durch traumatische Erfahrungen so vergiftet wurde. Ja. Was naja, tun? Also meine Erfahrung ist, dass viele Menschen tatsächlich, die schwer traumatisiert worden sind, sich nicht mehr verbunden fühlen können und möchten mit anderen Menschen. Aber eigentlich alle erzählen, wenn man fragt, dass sie einen Hund haben oder hatten und das war ein treuer Freund oder dass sie in die Natur gegangen sind und sich da unter einen Baum an den Bach gesetzt haben. Und da haben sie dieses allumfassende Gefühl von Verbundenheit empfunden. Und das, ich glaube nicht, dass Menschen völlig unfähig sind, Verbundenheit zu erleben. Aber sie wollen und können nicht alle sich mit Menschen verbunden fühlen. Und das müssen wir lernen auszuhalten. Als Therapeutin, wenn uns das an uns herangetragen wird. Und dann halt gucken, gibt es Momente, wo sie sich wohlgefühlt haben mit was auch immer und verbunden? Und das gibt es eigentlich immer. Da fragen wir nur nicht genug danach, weil wir dann immer nur an dem mit Menschen verbunden sein hängen. Das ist ja nicht alles bei der Erfahrung von Verbundenheit. So dass es sinnvoll ist, da den Begriff der Verbundenheit zu erweitern auf die Verbundenheit in einem viel weiteren Sinne, bis hin wahrscheinlich zu einer spirituellen Verbundenheit, ja, genau, oder
einer Verbundenheit, wie man sie aus dem Zen kennt oder aus spirituellen Praktiken. Ja, oder aus der chinesischen Philosophie auch. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die aber in unserer westlichen Tradition nicht so verankert und bekannt sind, so viel ich weiß. Ja. Und wir müssen auch, wir sollten auch nach christlichen Tradition bereit sein, zu fragen, beziehungsweise sie zumindest anzuerkennen. Ja, das ist ja jetzt ziemlich aus der Mode, aber es gibt noch Leute, denen das Halt gibt, und das müssen wir auch unterstützen, finde ich. Das Verbundensein eben mit dem Göttlichen oder mit Gott und mit Jesus und so weiter. Ja. Und wie schätzt du die Möglichkeiten und Potenziale ein, die zum Beispiel auch wir hier ja praktizieren mit unserem Vortrag, für einsame Menschen Verbundenheit auch zu erleben über digitale Medien, über Zoom-Meetings, FaceTime, WhatsApp und alles, was es da seit 20 Jahren Tolles gibt? Wie schätzt ich du finde das, ja, nutzen, ich nutze es ja auch. Ich könnte ja gar nichts arbeiten jetzt, wenn ich nicht diese Möglichkeiten hätte. Und das finde ich schön und ich bin dankbar dafür. Ich bin auch den Menschen dankbar, die mir ein bisschen Mut gemacht haben. Weil wenn du mich vor 3 Jahren eingeladen hättest, hättest du gesagt, mach ich nicht. Mach nichts über Zoom. Ja, weißt du, also und so ist das Leben manchmal ja der beste Lehrmeister. Und wenn da noch ein paar Menschen sind, die man gern hat, die einen noch ermuntern, probier es doch mal. Dann kann was Neues entstehen. Also ich bin da absolut dafür. Wenn das süchtig sich entwickelt, natürlich, aber da sind wir uns ja einig. Dann müssen wir da hingucken. Ja, ich bin dir da so dankbar, dass du da zugesagt hast und bedauere, dass deine Ausführungen hier so aktuell geworden sind und bin so froh, dass du zugesagt hast und hier trotz der Familienfeier jetzt uns auch noch für diese Fragen zur Verfügung gestanden hast. Da danke ich dir sehr. Ja, aber ich danke dir auch für die Einladung und euch. Weißt du, ich fühle mich ja auch mit euch verbunden und in der Fantasie auch mit allen, die jetzt da irgendwo sitzen und zugucken oder zuhören. Das kann ich, glaube ich, ganz gut und das finde ich wunderbar. Also ich bin so dankbar für dieses Zoom inzwischen oder wie das alles heißt. Genau. Ja, das ist doch ein Geschenk des Lebens. Ja, und hier ist noch eine Frage danach, wie wir als Therapeuten, die wir doch von diesen existenziellen Themen ganz besonders intensiv betroffen sind, zum einen persönlich und zum anderen dadurch, dass sie uns von den Klienten und Patienten immer reingebracht und ans Herz getragen werden. Was wäre deine Empfehlung für einen guten Umgang mit dieser dadurch verstärkten Konfrontation und auch Belastung mit diesen existenziellen Themen, die ja aus meiner Sicht ja auch immer ein bisschen einen Ausgleich brauchen durch Leichtigkeit. Was wäre da deine Empfehlung für uns als Therapeuten? Ja, ich weiß nicht, ob ich da für alle eine passende Antwort habe. Also erstens hilft mir unglaublich, Menschsein zu akzeptieren mit allen Facetten, nicht dauernd dagegen Sturm zu laufen. Und ich interpretiere auch relativ wenig für eine Analytikerin. Ja, ich habe eher eine Tendenz, so ist es. Und jetzt gucken wir mal gemeinsam, ist das hilfreich? Wenn nicht, lässt es sich verändern. Das gibt mir auch ein Gefühl von, dass ich das wieder gehen lassen kann. Also ich gebe sozusagen schon auch wieder zurück. Aber in einer Weise, dass Patientinnen auch merken, sie haben ja auch die Möglichkeit, sich für Momente zu konzentrieren, aber sie können die Dinge auch wieder loslassen. Also das finde ich wichtig. Und ich erlebe das seit langer Zeit so. Ich bin ganz da und wenn die Stunde zu Ende ist, dann gebe ich das ab. Also das kann man durch einen Atem machen, durch eine Imagination, nichts behalten wollen, ja.
Das halte ich für sehr wichtig. Und das steht mir auch auf eine Art zur Verfügung. Ich musste da nicht viel dran arbeiten. Ja, wenn man das jetzt ein bisschen pathetisch ausdrückt, ich lege das sozusagen zurück in eine größere Hand. Früher habe ich gedacht, in Gottes Hand. Jetzt würde ich das so nicht mehr sagen, aber einfach ins Leben gebe ich es auch wieder zurück. Ich habe jetzt in dieser Zeit, wo wir zusammen waren, die 50 Minuten, habe ich versucht, da zu sein, ganz konzentriert zu sein, und jetzt lasse ich es wieder gehen. Und deshalb, ich habe nie Burnout gehabt. Liebe Luise, wir danken dir so, und da bin ich sicher, dass auch alle der über 1200 Zuhörer sich diesem Dank anschließen, dass du deine kostbare Zeit vor allem heute an diesem besonderen Familienfesttag dir rausgeschnitten hast. Ich bin so erleichtert, dass wenn du hier gleich gehen wirst, dass du das dann wieder loslässt. Du kannst, was uns anbetrifft, sicher sein, dass wir sehr, sehr dankbar für dich sind, dass wir begeistert sind von den vielen Anregungen, die wir durch dich bekommen haben. Und wenn es jetzt einen Applaus gäbe, den gibt es leider nicht hier auf diesem digitalen Weg, dann wäre das ein ganz besonders von Herzen kommender, der mehr ist als nur ein Klatschen. Vielen, vielen Dank, und ich wünsche dir noch einen schönen Abend im Kreise deiner Familie. Und ich gebe jetzt das Wort weiter an die Frauke, die noch organisatorische Dinge klärt. Ja, ich will noch was sagen. Also ich glaube nicht, dass alle 1200 das lesen wollen, aber ich könnte das zur Verfügung stellen, mein Manuskript. Dann werden wir das in den Methodenschatz stellen. Und Frauke sagt da gleich noch mehr dazu. Wenn du vielleicht noch ein paar Minuten dabei bleibst, dann können wir das eintüten. Gut, danke. Und euch natürlich herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft. Ich hab mich getragen gefühlt. Und an alle Menschen, die zugehört haben, auch Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über das Skript, und das machen wir ganz in Ruhe. Du feierst jetzt erstmal, du genießt den Abend, und sobald du das Gefühl hast, wieder Zeit zu haben und Raum zu haben, meldest du dich bei mir, und ich werde den dann an meinen Webdesigner geben, und wir werden ihn in den Methodenschatz stellen, und ich bin mir sicher, er wird viel geklickt und die Leute werden viel dadurch mitnehmen und lernen. Vielen herzlichen Dank. Danke, Frauke. Ja, gerne. Alles Gute, viel Spaß jetzt heute Abend dir noch. Dankeschön, euch auch einen schönen Abend, und allen, die da irgendwo sind in der Welt und zugehört haben, auch wünsche ich einen wunderbaren Abend. Herzlichen Dank, jetzt gehe ich weg. Wir danken Ihnen herzlich, freuen uns auf den nächsten Hypnosalon mit Ihnen und wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend, und kommen Sie gut über die nächsten Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.